Der Kanal Undercut hat ein Video, warum glaubst du nicht an Gott? Und wenn ich jetzt in die Beschreibung schaue, Pascal und Noah besprechen in diesem Video, warum sie zu Atheisten wurden. Eine ehrliche Auseinandersetzung. Also zwei Atheisten sprechen darüber, warum sie nicht oder nicht mehr an Gott glauben. Sie nennen also Gründe dafür, warum sie Atheisten sind. Und das ruft natürlich einen christlichen Apologeten wie mich auf den Plan, der das Video hier jetzt analysieren wird und sich das Ganze einmal für euch anschauen wird. Ich wünsche euch viel Spaß, lehnt euch zurück. Es geht los. Glaubst du nicht an Gott? Wann war der Moment, wo du gesagt hast, so, ja, macht nicht wirklich Sinn? Das ist einfach, sobald du erwachsen wirst. So, es hat ganze 11 Sekunden gedauert, da muss ich direkt einhaken. Natürlich gibt es einige billige Klatscher und auch einige billige Lacher in der Atheisten-Community für dieses Standardargument, ja, sobald man erwachsen wird, verliert man ja seinen kindischen Glauben an Gott. Doch der Glaube an Gott ist nicht kindisch, ganz im Gegenteil. Der Glaube an Gott basiert auf logischen Beobachtungen und aufgrund einer historischen Offenbarung verstärkt sich diese Situation, verstärkt sich das, was ich tatsächlich dann wahrnehmen kann, was ich dann tatsächlich für mich annehmen kann. Ja, zum Beispiel die Urknalltheorie, die ja nun wirklich Genesis und Wissenschaft ganz nah aneinander bringt. Ja, die Frage, wer oder was den Urknall verursacht hat, worauf Atheisten keine Antwort geben können. Und auch das Argument, dass nur Kinder oder Menschen mit infantiler Bildung an Gott glauben würden, ist halt sachlich falsch. Namhafte Wissenschaftler wie Kopernikus oder Isaac Newton, Gregor Johann Mendel, ja, oder heutzutage Sir Roger Penrose oder Harald Lesch glauben an Gott. Das sind nicht nur erwachsene Männer, das sind namhafte Wissenschaftler und hochintelligente Männer. Die sehen keinen Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft, weil es da keinen gibt. Wir können also den Glauben an Gott rational begründen. Ja. Ein einfacher Kinderglaube ist nicht rational zu begründen und nennt auch keine Gründe. Aber dadurch, dass das beim Gottesglauben anders ist, kann man schon dieses Argument als vollkommen verfehlt betrachten. Hast du nicht so einen Moment oder kamst du langsam? Erzähl ein bisschen. Das nimmt mich noch wunder. Wir haben nie wirklich Ich? drüber geredet. Ja! Ja, Bro, du. Keine Ahnung, die leben? Ich weiß nicht, ich war oft, ich musste oft, ich durfte. Ich musste, Was ich durfte? wurde gezwungen quasi, Ich in die durfte. Kirche zu gehen. Und dann. Keiner zwingt einen, in die Kirche zu gehen. Der Kirchgang ist Tradition, weil Deutschland christlich geprägt ist. Und die christliche Prägung Deutschlands ist auch sehr gut. Wäre Deutschland vom Atheismus geprägt, so zeigen Studien, dass eine säkularisierte Gesellschaft mit weniger wissenschaftlicher Entwicklung, weniger psychischer Gesundheit und zurückgehenden Zufriedenheitsraten beim Menschen einhergehen. So viel zum Thema. Also, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass unter der Kirche, unter der Schirmherrschaft der Kirche, sich die demokratischen Werte und unsere wissenschaftliche Aufklärung überhaupt erst etablieren konnten. Drittens, dadurch, dass unsere Kultur, in der auch ihr gut lebt, von der Kirche geprägt ist, schadet es euch auch nicht, einfach mal eine Kirche von innen zu sehen. Und viertens, ich glaube nicht, dass eure Eltern euch Gewalt und Schläge angedroht haben, wenn ihr einmal nicht in die Kirche gegangen seid. In die Kirche zu gehen ist eine ganz persönliche Sache und für mich persönlich ist sie sehr wichtig geworden, weil mir fehlt einfach was. Wenn ich sonntags nicht den Sonntagsgottesdienst besuche, dann fehlt mir einfach etwas. Und einfach Dankbarkeit zu zeigen und diese Feierlichkeit einfach mitzuerleben und dann tatsächlich immer wieder aufs Neue mich am Glauben zu stärken, das ist nichts Verwerfliches. Und wenn Eltern christlich geprägt sind, dann wollen sie ihren Kindern den Glauben nicht mitgeben aus reinen Indoktrinationsgründen, sondern, und dieser Gedankengang, der sollte euch vielleicht auch einmal kommen, ja, das könnte auch vielleicht damit zusammenhängen, dass die Erziehung von Eltern darauf abzielt, den Kindern und den nachfolgenden Generationen das bestmögliche Leben zu ermöglichen und mögliche Strategien und Problemlösungsstrategien und Lebensstrategien weiterzugeben. Ja, das gilt für jede Art der Erziehung. Eltern sind nicht daran interessiert,
normalerweise nicht daran interessiert, Kinder zu indoktrinieren oder Mind Control zu betreiben, sondern sie wollen Kinder dazu befähigen, sich in der Welt zurechtzufinden. Das ist auch ein weiterer Punkt. Also auch diese Spitzel hättest du dir wieder komplett sparen können. Ja? Und naja, schon jetzt, nach 35 Sekunden, kann ich sagen, dass das einfach keine sachliche Auseinandersetzung ist, sondern typisch hämische Kirchenkritik, wo einfach null Substanz da ist. Aber es sind nur 35 Sekunden. Sind wir fair, geben wir ihnen noch eine Chance. Vielleicht wird es ja besser. Ist halt so, oh mein Gott, jeden Sonntag, oder? Jeden verschissenen Sonntag. Oh mein Gott, ich hab's gehasst. Ich sag euch, wenn es eine Hölle gibt, dann ist jeder Tag ein Sonntag und du musst in die Kirche. Also, mit ehrlicher Auseinandersetzung hat dieses Exemplar hier nun gar nichts mehr zu tun, denn jetzt wird's beleidigend. Sagt mal, habt ihr euch vielleicht einfach mal kurz auf den Gedanken eingelassen, dass für viele Menschen der sonntägliche Gottesdienstbesuch sehr erfüllend sein kann und dass es nichts gibt, aber auch wirklich überhaupt nichts, dass es rechtfertigt, den sonntäglichen Gottesdienstbesuch mit der Hölle gleichzusetzen? Natürlich, wenn man, jetzt bin ich auch mal ehrlich, weil ihr seid ja auch so ehrlich, dann bin ich jetzt auch ehrlich. Wenn man den ganzen Sonntagsgottesdienst über nur damit beschäftigt ist, in der Nase zu bohren, in Kirchenbänke irgendwelche Symbole zu ritzen oder irgendwo mit den Gedanken beim Mittagessen ist, na klar, dass man dann nichts kapiert und nichts peilt, das ist klar. Aber wenn man sich einfach mal versuchen würde, auf den Charakter der Messe einzulassen und wenn man vielleicht einmal kurz auch darüber nachdenkt, was man persönlich für Lehren daraus ziehen kann, was der Priester predigt, weil der Priester, der predigt nichts Falsches, ganz im Gegenteil. Der predigt eine Botschaft, die Jesus Christus gegeben hat. Und Jesus Christus brachte eine Botschaft der Liebe, die unsere Kultur maßgeblich mitgeschaffen hat. Wenn man sich ein bisschen Gedanken über das macht, was einem präsentiert wird, dann sollte man doch in der Lage sein, zu reflektieren und gewissermaßen abzuleiten, welchen Nutzen das haben könnte. Aber natürlich, wenn man sich nicht vernünftig mit diesen Themen auseinandersetzt, sondern einfach nur rumhetzt, dann ist das natürlich sehr, sehr peinlich. Nein, für mich war es einfach krass, weil die Leute haben die ganze Zeit über sich gegenseitig geurteilt, sich voll über die Meinung der anderen interessiert und so und drauf. Ja, jetzt kommt wieder das typische Gequatsche von wegen, ja, nach der Kirche, da haben ja die Leute miteinander gehetzt und haben untereinander gestichelt. Ja. Erst einmal ist das so, dass wenn sich Menschen austauschen, dass es dann leider oft so ist, dass negative Kommentare gemacht werden. Das unterscheidet den Kirchgang nicht wirklich von vom Markt, ne, zu dem ich gehe, zum Sonntagsmarkt oder zum Samstagsmarkt oder was weiß ich auch immer. Ja? Das ist schon mal das Erste, das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Zweitens, natürlich, gewissermaßen, was ich euch jetzt einfach mal lasse, was ich euch jetzt einfach mal zubillige, ist eine legitime Kritik an Menschen, die in die Kirche gehen und dann im Nachhinein rumhetzen. Ne? Du kannst natürlich nicht, das ist vollkommen richtig, du kannst natürlich nicht in die Kirche gehen, da irgendwie eine Botschaft hören von wegen Versöhnung und Nächstenliebe und dann gehst du raus aus der Kirche und schimpfst über alle anderen Menschen. Das ist natürlich vollkommen klar. Das bezieht sich aber auf eine Kritik an einzelnen Gottesdienstbesuchern. Ja? Wenn du jetzt sagst, dass jeder Kirchenbesucher so ist und so tickt, dann nennt man das Pauschalisierung. Und das hat nicht wirklich etwas mit Fakten zu tun. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, und das muss man eben auch ganz klar sagen, ist halt einfach, dass es nichts über den christlichen Glauben aussagt, wenn einzelne Menschen, die in der Kirche waren, sich danach schlecht benehmen. Das sagt nichts darüber aus. Denn wie gesagt, was Jesus Christus auch sagt, nicht jeder, der Herr zu mir sagt, kommt ins Himmelreich, sondern auch der den Willen meines Vaters tut. Zum Christsein gehört also beides. Da gehört erstens der Glaube an Jesus Christus und natürlich dann auch die Verbundenheit mit ihm durch den Kirchgang, durch das tägliche Gebet und durch die tägliche Bibellektüre. Auf der anderen Seite gehört da natürlich dann auch dazu, dass man dementsprechend lebt. Das ist vollkommen klar. Ja? Aber ich persönlich sehe jetzt nicht, warum man Atheist werden sollte, nur weil manche Leute, die in die Kirche gehen, dies nicht beherzigen. Hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Ist zwar immer der Standardblödsinn, der kommt, aber mit dem Christentum und aufzuzeigen, dass das Christentum nicht sei, damit hat es wenig zu tun.
so außerhalb der Kirche, waren die Leute so voll offen, haben die Fehler der anderen akzeptiert. Und wenn die was Schlimmes gemacht haben oder so, dann war es einfach okay. Und du konntest so voll leben, normal. Und sobald du in die Kirche gegangen bist, war es so, nein, hier musst du, darfst du nicht sagen, dass du was mit Drogen zu tun hast oder dies oder das. Das sind alles Das ist alles kompletter Schwachsinn. Jetzt weiß ich, worauf er hinaus will. Er will offenkundig darauf hinaus, dass Menschen, die nicht in der Kirche sind, alles abwinken und unkritisch alles absegnen, während man in der Kirche ja diskriminiert wäre. Das ist vollkommener Bullshit und das wisst ihr auch. Ihr hetzt jetzt einfach nur rum. Denn wenn ich in die Kirche gehe und zum Beispiel, wenn ich wahrnehme, also zunächst einmal, wenn ich in den Sonntagsgottesdienst gehe, fangen wir vielleicht mal so an. Wenn ich in den Sonntagsgottesdienst gehe, dann wird der Priester seine Predigt halten und wird die heilige Messe zelebrieren. Dann wird es nicht so sein, dass der Priester von Bank zu Bank rumfrägt, wer was getan hat und wer welche Sünden gemacht hat. Und dann wird der Priester auch nicht beginnen, irgendwelche einzelnen Leute als Negativbeispiel zu statuieren. Was natürlich sein kann, ist, der Priester hat natürlich auch eine Seelsorgefunktion. Man kann sich an einen Priester wenden und in den allermeisten Fällen, weil anderweitig hätte das schwerwiegende Konsequenzen für den jeweiligen Priester, man kann sich dann an den Priester wenden und der hat dann natürlich eine Seelsorgefunktion, der muss dir zum Beispiel zuhören und der kann dann natürlich auch gewisse Probleme mit dir besprechen, kann dir natürlich auch gewisse Strategien aufzeigen, wie du ein sündenfreies Leben führen kannst, beziehungsweise wie du dich verbessern kannst und dich mehr an Christus hältst und weniger an die persönliche Sünde. Aber bleiben wir oder machen wir uns doch einfach mal ehrlich in diesem Punkt. Wenn du jetzt sagst, dass einzelne Leute etwas kritisieren, was ist daran schlimm? Ich meine, wenn ein Pfarrer dir sagt, dass Drogenkonsum schlecht ist, macht es das dann weniger richtig, weil er ein Priester ist? Jeder Mensch mit vernünftigen, mit Hirn, jeder Mensch mit Verstand, jeder Mensch, der auch nur ansatzweise bis 3 zählen kann, wird dir sagen, dass Drogenkonsum schlecht ist. Und wenn du damit prahlst, dass du Drogen konsumierst, dann wird dir jeder Mensch sagen, hey, pass auf, das und das und das und das ist schlecht am Drogenkonsum. Das gehört zur wissenschaftlichen Aufklärung. Das gehört zur rationalen Auseinandersetzung mit der Thematik. Und da kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man das dann irgendwie abwertet oder dass man das dann irgendwie schlecht machen oder schlecht reden will. Ja? Und zweitens, der Priester hat keine richterliche Funktion, wenn er dann tatsächlich einmal etwas macht, wie zum Beispiel in der Hinsicht, dass er sagt, ja, das und das und das ist falsch, sondern er hat eine seelsorgerische Funktion. Ja? Und wenn der Priester die missbraucht und du das meldest, dann bekommt er ein Problem, weil dann kriegt er einen Brief aus Rom und dann sieht die ganze Sache mal ganz anders aus. Also, nächstes Schwachsinnsargument. Machen die nicht da reingehören und... Wieso? Ich hab's eher so wahrgenommen als etwas... Wieso nicht? Du musst das doch beichten, oder? Das gehört doch genau in die Kirche. Oder etwa nicht? Nein, es gehört zum Beispiel in die Beichte, ja? Und die Kirche... oder Kirchengebäude, die stehen dir ja auch immer offen. Du kannst auch persönlich vor Gott treten. Das kannst du auch machen. Was du natürlich nicht machen kannst, ist, während der Messe dich zu melden und anzufangen, deine persönlichen Probleme zu machen, weil das ist nicht der Ort. Das Zelebrieren der Heiligen Messe ist etwas ganz anderes. Du kannst dich danach persönlich an den Priester wenden. Keine Ahnung, es ist mehr so ein äußeres Image, wie ich es erlebt habe. Ja, wie es so ist, das war natürlich... unsere traumatischen Erlebnisse in die Kirche zu gehen. Für mich war es einfach, ich fühlte mich einfach so, als würde ich ein anderer, weißt du, nicht ich selbst. Mhm. Ich durfte für einen Tag durfte ich nicht ich sein. Ich musste... Hä? Für einen Tag darfst du nicht du sein, weil du dich eine Stunde lang an einem Sonntag mal in die Messe setzt? Also ganz ehrlich, was sind denn das für Argumente? Was sind denn das für Argumente? Hat dich der Priester persönlich in der Heiligen Messe beleidigt? Ach ja, und übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, wenn ich dich das schon so frage, dann zeige ich dir ja damit, dass du überhaupt keine Untermauerung bringst für das, was du hier sagst. Du sagst, in der Kirche werde ich nicht akzeptiert. Du sagst, innerhalb der Kirche wird man diskriminiert, außerhalb der Kirche wird man akzeptiert mit jedem Mist, den man so macht.
Du weißt dem erstens überhaupt keine gesellschaftliche Relevanz nach und zweitens weißt du ja überhaupt nicht nach, dass es überhaupt so ist. Du zeigst hier überhaupt nichts. Du bist seit fast 2 Minuten am Rumschimpfen über eine Institution, die du sachlich noch überhaupt gar nicht angegriffen hast. Und dein Video heißt, warum glaubst du nicht an Gott? Also ich persönlich kann da jetzt aktuell nur sagen, dass das einfach voller logischer Denkfehler ist, das ganze Video. Null Begründung, null Argumente, null sachgemäße Auseinandersetzung, null Sachverstand. Stattdessen insgesamt bestimmt schon 30 Beleidigungen und Ad hominem-Argumente sowie irgendwelche Whataboutism-Argumente oder irgendwelche anderen Irrtümer, die einfach nicht stimmen. Einfach in die Kirche. Und ich habe halt wirklich dran geglaubt, sehr fest sogar. Und du hast sehr fest daran geglaubt, aber dich in der Heiligen Messe gelangweilt. Du warst tief überzeugter Christ, aber die Messe hat dich nicht angesprochen. Du bist Mathematiker und kannst Termgleichungen nicht lösen. Du bist Biologe und dir sagt Darwins Evolutionstheorie nicht. Ganz ehrlich, was soll ich dazu noch sagen? Wenn man wirklich ein tiefgläubiger Christ ist, wenn man sehr fest, ich zitiere ihn jetzt einfach mal, wenn man sehr fest an Gott glaubt, dann geht man nicht in die Kirche mit dem Gefühl, ach scheiße, jetzt muss ich wieder in die Kirche, oder dann geht man auch nicht in die Kirche und hat überhaupt kein Verständnis für das. Und jemand, der fest an Gott geglaubt hat, müsste auch etwas mehr Sachwissen mitbringen. Aber das fehlt halt hier komplett. Also du bringst halt auch wirklich null Argumente. Ich hatte halt so mega Angst, dass ich verkacke als Mensch, weißt du so. Du hattest Angst, dass du als Mensch verkackst, weil du in die Heilige Messe gehst. Was ist denn das für ein Schwachsinn? In der Heiligen Messe sitzt du drin, entweder du singst die Lieder mit oder du lässt es bleiben. Du sprichst nach, was die anderen sagen, im schlimmsten Falle. Im besten Falle weißt du auch, was du sagst. Und damit hat sich's. Was passiert denn in der Heiligen Messe? Was soll denn da passieren? Schon langsam frage ich mich wirklich, hast du jemals eine Heilige Messe besucht? Hast du jemals einen Gottesdienst besucht? Du hast Angst, dass du als Mensch verkackst, weil du stillsitzen musst vielleicht. Ja, stillsitzen musst du auch in der Schule. Stillsitzen musst du grundsätzlich noch in vielen Situationen deines Lebens. Ganz einfach, da kann ich dir ganz klar sagen, zu Hause, das interessiert keine Sau. Entschuldigung, das interessiert keinen Menschen. Sagen wir es so. Das interessiert keinen Menschen, was du zu Hause in deinen vier Wänden machst. Aber dass du dich öffentlich aufzuführen hast, ich denke, das ist klar. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Kirche. Also, wir sind jetzt fast bei 2 Minuten. Die Frage lautet, warum glaubst du nicht an Gott? Und es gibt keinen einzigen Grund. Null. Dass ich nicht fest genug bete, dass ich nicht genug an, weißt du, ja, genug Zeit an Gott widme. Angst, dass du glaubst fest an Gott und weißt nicht, wie man als Christ betet. Dir ist schon klar, dass Gott dich annimmt. Du musst ja, das ist ja zum Beispiel der Unterschied zum Islam zum Beispiel. Im Islam, da musst du 5-mal Richtung Mekka beten und musst 5-mal ritualisierte Gebete machen. Da würde ich dich ja noch verstehen. Ja? Weil das sind einfach nur irgendwelche automatisch abgespielten Gebete. Aber im Christentum bedeutet Gebet, Gott gegenüberzutreten und in ein persönliches Gespräch zu treten, wie mit einem Freund, wie mit einem Vater. All das wüsstest du, wenn du, ich zitiere dich nochmal, fest geglaubt hättest. Es war nie etwas Gutes für mich. Nie. Es war immer. Du hast fest geglaubt, aber der Kirchenbesuch war nie etwas Gutes für dich. Ganz einfach, wenn viele Atheisten sagen, dass sie früher fest geglaubt haben, dann meinen sie meistens, dass sie sich einfach nur vorgestellt haben, ja, da könnte es eventuell einen Gott geben. Aber so bibelfest und so tiefgläubig kann kein späterer Atheist gewesen sein, der Angst vor dem Kirchgang hatte
und der mit Kirchgang nichts Positives identifizierte. Immer nur Pressure, weißt Angst, du? Bro, Angst machen. Nur, es war nur Angst für mich. Glaub. Das Christentum ist ja jetzt eine positive Botschaft. Ja? Jesus Christus sagt dir ewiges Heil zu. Er erkennt den ganzen Mist an, den jeder einzelne Mensch, und da nehme ich mich wie gesagt wie immer nicht aus, er erkennt an, dass Menschen Mist bauen, aber trotzdem nimmt er uns an und stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Und wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, dann müssen wir überhaupt keine Angst haben. Warum müssen wir dann keine Angst haben? Ganz einfach. Weil Jesus Christus nicht nur für unsere Sünden bezahlt hat, sondern weil er uns bedingungslos liebt. Er hat im Garten Gethsemane Blut geschwitzt. Er hat Blut geschwitzt im Garten Gethsemane. Und ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Für uns. Für uns. Jesus Christus liebt uns so sehr. Und all diese Dinge wüsste man. Die wüsste man halt, wenn man, ich zitiere dich gerne wieder, fest geglaubt hätte. Und das wüsste man. Und deswegen hätte man auch keine Angst vor dem Kirchgang, sondern würde sich darauf freuen, den Leib Christi zu empfangen. So allgemein, ich sage, Glauben bringt. Und übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, im Christentum läuft es ja nicht so, dass wenn du einen Fehltritt hast, dass du dann gleich von Gott irgendwie bestraft wirst oder dass du dann für immer, ich sag's in deinen Worten, verkackt hättest. Das ist halt nicht so. Ja? Natürlich sollte man sich, das sollte man übrigens als Atheist, das sollte man auch, wenn man kein Christ ist, sollte man sich um ein tugendhaftes Leben bemühen. Fehler können passieren. Der biblisch-christliche Gott ist der Letzte, der das abstreiten würde. Menschen können Fehler passieren. Aber Gott kommt dann nicht und schickt gleich eine Pest, sondern Gott zeigt dir, wie du es besser machst. Ja? Gott führt dich. Sollte man natürlich, wenn du, ich zitiere dich gerne wieder, fest geglaubt hast, ab und zu vielleicht mal seine Bibel aufgeschlagen haben. Nichts, wenn du nichts dabei lernst. Weißt du, wenn du selbst persönlich meinst, der Glaube bringt dich weiter, das nehmen die Leute mit. Erkennen die Leute um dich herum, dass du dich verbesserst, weißt du, als Person und selbst an dir arbeiten kannst. Wenn es nur dazu da ist, um hinzugehen und sich allen gegenseitig zu bestätigen, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, was für tolle Christen oder Muslimen oder Juden oder was auch. Darum geht's bei der Messe halt nicht. Es geht bei der Messe nicht um persönliche Selbstbestätigung. Wie gesagt, es gibt vielleicht Leute, die das so sehen, aber primär ist Ziel der Messe, Jesus Christus zu empfangen, der Transsubstantiation beizuwohnen, na? In Gegenwart Christi zu sein, mit anderen Christen gemeinschaftlich zu feiern, dass Jesus lebt. Das ist der Gedanke der Messe. Und nicht, dass man sich gegenseitig auf die Schulter klopft und sich lobt. Das wäre Stolz und das ist eine Sünde in der Bibel. Wüsste man, wenn man, ich zitiere dich gerne wieder, fest geglaubt hat, denn dann hätte man die Bibel vielleicht ab und zu mal aufgeschlagen. Kann auch sein, dass du vielleicht in deiner Kinderbibel ein oder zwei Geschichten gelesen hast, aber ich bezweifle, dass du wirklich so bibelfest und festgläubig warst, weil ansonsten wüsstest du es. Immer wie auch sind, ist es eigentlich für den Arsch. Ich brauche keine Kirche oder was weiß ich, eine Moschee oder eine Synagoge dafür, um in meinem Umfeld was Positives zu bewirken. Der Noah braucht ganz viel Moschee, glaubt mir. Ja, jetzt kommt natürlich wieder eine unsachliche Ebene, weil sachlich ist das jetzt alles einfach nicht. Aber gut, gehen wir mal auf sein Argument ein. Du brauchst keine Kirche. Das ist halt immer sehr schwierig. Also ich persönlich, ich finde es immer sehr schwierig, so zu argumentieren. Denn angenommen, es wäre jetzt was dran, dass es Gott gibt. Und angenommen, Jesus Christus wäre wirklich der allmächtige Gott. Dafür gibt es signifikante Argumente, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Dann kann man natürlich freilich in Diskurs treten. Aber da wird sich einmal mehr herausstellen, dass die Argumente für eine christliche Weltanschauung vielfach stärker sind als Argumente für eine atheistische Weltanschauung. Und dann wird auch klar, wenn dieser Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist, dann gibt es halt nichts Wichtigeres.
Und dann gibt es natürlich immer wieder die Leute, die dann fragen, die dann ihre Sinnfragen stellen, weil jeder Mensch stellt Sinnfragen. Es gibt keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der keine Sinnfragen stellt, der sich nicht Gedanken macht darüber, ob das Leben einen tieferen Sinn hat oder darüber Gedanken macht, ob tatsächlich es noch einen Gott gibt oder was mit unseren Lieben nach dem Tod passiert, etc. pp. Und es ist nun mal so, und das belegen Studien, Menschen, die an die Kirche gebunden sind und diese Überzeugung tatsächlich ausleben, haben ein besseres, ein positiveres Mindset. Und das führt zwangsläufig zu einer besseren psychischen und somit auch physischen Gesundheit. Mens sana in corpore sano, ja? Also ein guter Geist wohnt auch in einem guten Körper und umgekehrt. Ein guter Körper kommt nicht aus ohne einen guten Geist. Ja, das ist ein inflexionistisches Prinzip, also ein sich gegenseitig beeinflussendes Prinzip. Und deswegen ist dieses Argument, ich brauche keine Kirche, immer schwierig, wenn man selbst zwar nicht sagen kann, warum man Atheist ist. Du hast ja den, ich zitiere dich einmal am Anfang des Podcasts, als du gefragt wurdest, warum du jetzt eigentlich Atheist bist. Boah, puh, Ja, keine Ahnung, Bro. Das war deine Ansicht, das war deine Aussage. Na gut, vielleicht musstest du mal ein bisschen nachdenken. Okay, geschenkt. Aber es kamen halt jetzt bislang immer noch keine signifikanten Gründe dafür, warum man eben nicht glauben sollte, ne? Ich muss Christ sein, weil ich dachte, man darf sonst nicht heiraten. Im Ernst? Ja, ich so, ja, ich habe mal meine Mom gefragt, so, ja, warum bin ich überhaupt Christ? Weißt du, warum wegen Kirche? Ich meine, Gott und so, ja, klar, aber warum genau, weißt du, Christentum, Kirche, oder? Und sie so, ja, es hat schon Vorteile, du kannst heiraten und so. Und ich meine, ist ja nicht falsch, du kannst halt in der katholischen Kirche heiraten, aber du kannst auch ganz normal heiraten. Ich meine. Das Problem ist, dass die Ehe kein reines Rechtsbündnis ist. Ja? Also ich persönlich finde das immer schlimm, wenn es heißt, zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Es ist absoluter Schwachsinn. Rechtmäßig verbundene Eheleute gibt es nicht. Es gibt den Mann und die Frau vor Gott. Ja? Und eine Ehe als unauflöslich zu betrachten, kann durchaus Vorteile bringen. Erstens einmal ist die kirchliche Trauung einfach viel feierlicher, sie ist viel fröhlicher und sie ist auch mit positiven Botschaften verbunden, aber auch gleichzeitig mit einer moralischen Dimension. Denn wenn man auf Partnersuche geht, dann sollte man nicht einfach nur auf das eine aus sein, sondern dann sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, mit welcher Person oder wenn ich dann eine Person kennengelernt habe, kann ich mit dieser Person ewig glücklich sein oder ewig glücklich werden. Und das Problem ist, dass viele Leute dann sagen, oder dass viele Leute die Ehe dann so betrachten als, ja, mal ein paar 10 Jahre ganz schön und wenn es dann einfach nicht mehr funktioniert, meine Güte. Ja? Aber die Ehe ist ja nicht nur der Garant für ein glückliches Leben zu zweit, sondern das Zusammenleben von Mann und Frau garantiert ja auch das gesunde Heranwachsen von weiteren Generationen. Und das ist nun mal am besten gewährleistet durch die christliche Ehe und durch das christliche Eheverständnis. Die Scheidungsraten sind halt nachweislich niedriger unter Leuten, die kirchengebunden sind. Ja? Ehe ist glücklicher, wenn sie christlich geführt wird, wenn beide Ehepartner miteinander Christen sind. Denn dann hat man ein ewig verbindendes Element. Ja? Jeder kann heiraten, außer du bist. Außerdem ist es natürlich auch wieder sehr einfach, ja. Zu sagen, ja, meine Mutter, die konnte mir keine guten Gründe nennen, warum ich Christ bin, also wird es auch keine guten Gründe geben. Ja, du sprachst vorher vom Erwachsensein, erwachsen ist das nicht, ne? Also man kann natürlich, was dir deine Mama gesagt hat, das kannst du natürlich auch hinterfragen, ja, um es mal ganz blöd zu formulieren. Also nur weil mir meine Mutter etwas sagt, heißt das nicht, dass ich das als die absolute Wahrheit betrachten muss, sondern elterliche Aussagen sind durchaus ja, reflektierbar. Und deswegen sollte man jenes auch tun. Und deswegen ist es auch vollkommen sinnfrei zu sagen, ja, ein Christ konnte mir keine Gründe nennen, also muss das Christentum ohne Gründe sein. Ist halt sinnlos. Dann informiert man sich halt anderweitig. Ja. Aber nicht sagen, also natürlich kann man das feststellen, okay, diese Person konnte mir jetzt keine Gründe nennen.
Aber weil eine Person eine Weltanschauung hat oder eine Weltanschauung für sich beansprucht und dafür keine Gründe nennen kann, heißt das nicht, dass die Weltanschauung keine Gründe hat. Schwul. In bestimmten Ländern, in der Schweiz ist das ja auch immer noch nicht so. Hier wird es anerkannt, aber im Land selber kannst du noch nicht. Ja, gehst nach Zumindest. Deutschland rüber. Ja, geht halt einfach schnell nach Deutschland dann. Wie beim Einkaufen. Einfach schnell günstig heiraten drüben. Ja, fantastisch. Genau so. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie keine besonders stichhaltigen Argumente bislang. Man kann sich die Mehrwertsteuern zurückholen, die man beim Amt bezahlt, mit zum Ausführen. Übrigens, sehr interessantes Bild, Levitikus 20,13. Da wird natürlich wieder gesagt, ja, Homosexuelle steinigen. Also erstens einmal leben wir als Christinnen und Christen nicht unter dem alten, sondern unter dem neuen Bund. Und da wird grundsätzlich schon mal keiner gesteinigt. Ja. Jesus hat damals gesagt, weil als die Ehebrecherin gesteinigt werden sollte, ja, steinigt sie. Und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann war die Sache erledigt. Ja. Und Jesus selbst hätte den Stein werfen können. Er war ja ohne Sünde, hat es aber nicht gemacht. Stattdessen hat er sich dieser Frau angenommen in Liebe und hat gesagt, geh und sündige von nun an nicht mehr. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass dann natürlich dann wieder dieses grundlegende Missverständnis, der Gesetzeskodex des Alten Testaments ging hauptsächlich um moralische Reflexionen und beschreibt idealisierte Straftypen. Aber es gibt keinerlei Nachweise, dass solche Kodizes jemals strikt in jedem Fall angewandt wurden. Natürlich konnte Mose zum Beispiel als Medjau oder die Richter Israels gewisse Empfehlungen aussprechen, das ist klar. Aber die Gerichte genossen im biblischen Israel, um es jetzt mal so zu sagen, eine Autonomie und diese Höfe konnten von Propheten durchaus beraten werden, ja. Und natürlich ist es oftmals auch so, dass diese Texte herausstellen, die Schwere gewisser Dinge herausstellen, aber es heißt nicht, dass das immer vollzogen wurde. Also Mose hat nicht zwangsläufig jede Frau, die Ehebruch begangen hat, deswegen auch gesteinigt. Ja, also auch das muss man ganz klar sagen. Schein oder so? Willst du mal eine True Story hören hier? Schon. Okay, ja, also ich habe mich. Nee, nee, ich will nur Fake News. Nur Fake News. Ich habe mich ja taufen lassen, ja? Ja. Und der einzige Grund, warum ich mich taufen habe lassen. Ja, jetzt kommt natürlich wieder dieses Meme von diesem einen orthodoxen Typen. Erstens, es ist dieser eine orthodoxe Typ. Die Urkirche war römisch-katholisch. Und die orthodoxe Kirche hat sich anschließend aus theologischen Gründen, aus heretischen Gründen abgespalten. Ja, das ist schon mal das Erste. Ja, also man brach quasi mit dem Glauben. Ja. Zweitens, nur weil ein einziger orthodoxer Würdenträger einmal die Taufe so vollzieht, heißt das noch lange nicht, dass die Taufe erstens immer so vollzogen wird, zweitens, dass in diesem einzelnen Fall tatsächlich überhaupt ein Schaden entstanden ist und drittens hat das nichts über die christliche Taufe an und für sich zu sagen. Ja, also dieses Meme hättet ihr euch sparen können. Das reißt euch jetzt auch nicht mehr raus. Außerdem, friendly reminder jetzt an dieser Stelle einmal von mir. Ihr nanntet euer Video, warum glaubst du nicht an Gott? Wir haben jetzt 4 Minuten von 7 Minuten geschaut und ist bislang immer noch kein Grund da. Also ich will jetzt nicht auf die Tube drücken, aber wir haben nur noch 3 Minuten. Ne? Also nur gerundet. Ne? Und deswegen wäre es jetzt mal gut, wenn ihr mal irgendwelche Gründe nennen könnt, aber bislang ist da halt wirklich nichts Verwertbares und nichts Dünnes dabei. Also da ist nur Dünnes dabei, also nichts wirklich Verwertbares dabei. Ist das MP3-Player gewesen und ein bisschen Cash? Ich war, weiß nicht, so ein kleiner Bube. Und ey, ich war dann so, ich hatte Schweißausbrüche in der Nacht davor, ich so, scheiße, ich muss. Übrigens auch wieder ein sehr, 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 sehr lächerliches Meme an dieser Stelle, weil erstens sieht man ja in dem Video ganz klar, dass das Baby nicht geweint oder geschrien hat. Es gab also keine bleibenden Schäden am Kind. Erstens. Zweitens, diese Aussage, so this guy in a dress tried to drown me. Priester versuchen nicht, Kinder zu ertränken, ja, sondern Priester nehmen durch die Taufe das Kind in die Gesellschaft der Kirche mit auf. Also vielleicht einfach mal mit den theologischen Hintergründen der Taufe beschäftigen, bevor man so einen Blödsinn hier postet.
morgen vor der Gemeinde stehen und denen alles, was ins Gesicht lügen. Ich habe schon nicht daran geglaubt. Aber weißt du, für mich war es dann schon moralisch so, Alter, was ich jetzt mache, ist, geht mal hart nicht klar. Aber ich war übrigens klein und ich wollte unbedingt diesen MP3 hier. Ich hoffe, das ist moralisch gut. Du sprachst vorhin vom Erwachsensein und jetzt sprichst du in einem Video, wieso glaubst du nicht an Gott, von einem MP3-Player und kicherst da kindisch rum, weil du dir irgendwie einen Scherz erlaubt hast. Wie war das nochmal mit Erwachsensein? Also ich kann jetzt eigentlich unkommentiert durchlaufen lassen, weil das diskreditiert sich mehr oder minder von selbst. Player, weißt du, was ist denn das? Hey Bro, chill. Ja, okay. Und nachher, ja, kam meine Mutter, als sie gemerkt hat, dass ich hart nicht auf mein Leben klar kam, so, ja, das ist völlig normal. Der Teufel versucht an deiner Seele zu zerren. Weil ich mich jetzt für Gott entscheide und ich habe mich nur noch schlechter gefühlt, ganz ehrlich. Oh nein. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Es ist jetzt nur noch 99% ist kindisches Gelächter und 1% ist irgendein dummes Geschwafel und irgendwelche Whataboutisms und falsch repräsentieren der christlichen Lehre. Und ich erlaube mir an dieser Stelle übrigens noch einmal den Hinweis, dass halt nicht stimmt, ne? Natürlich gibt es Glaubenszweifel, ja, aber der Apostel Paulus zum Beispiel in Apostelgeschichte 26 hat auf Zweifel nicht reagiert, indem er gesagt hat, ja, du wirst jetzt vom Satan angefochten und jetzt musst du einfach nur dein Hirn ausschalten, sondern Paulus hat dann Gründe genannt. Und wenn man zweifelt, dann sollte man Gründe nennen. Natürlich sind Zweifel oftmals normal, aber es ist nicht normal, wenn man dann sagt, nur weil mir meine Mutter erzählt hat, dass ich da satanisch angefochten wäre, und es ist übrigens auch so, der Satan, mit dem ist nicht zu spaßen, da könnt ihr natürlich gerne drüber lachen, aber es gibt dokumentierte Fälle von Exorzismus, da wo ich wirklich einmal, wenn ihr dann so rumlacht, auf eure rationale Erklärung gespannt wäre, aber das nur so nebenbei. Ich hatte es vorher schon mal angeteasert, und wiederhole es jetzt sehr gerne noch einmal. Es ist halt nicht besonders glaubwürdig zu sagen, weil mir meine Mutter keine Gründe für den Glauben nennen konnte. Glaube ich nicht. Das ist halt kompletter Käse. So, Nummer 1. Und Nummer 2, im christlichen Glauben, und ich zitiere dich gerne noch einmal, wenn du wirklich fest geglaubt hättest, dann wüsstest du, dass du im Zweifel nicht allein bist, sondern Jesus Christus dir die Hand reicht. Ja, dann müsste man natürlich sich wieder mit der Bibel auseinandergesetzt haben. Und ich zitiere dich nochmal, du hast ja fest geglaubt, also würde man davon ausgehen, dass du die Bibel zumindest einmal aus rein wissenschaftlicher Perspektive studiert hast, wenn du sie schon nicht gelesen hast. Aber okay. Ja, und das war ganz einfach mein gesunder Menschenverstand, der mir gesagt hat, das ist nicht richtig, kein Gott hat es dafür gebraucht bei mir, um mir zu sagen, dass das falsch ist, was ich getan habe. So, warum weißt du, dass etwas falsch ist? Warum bewertest du etwas als moralisch falsch? Weil es objektive Moral gibt. Aber eine objektive Moral bzw. ein objektives moralisches Gesetz bedarf eines moralischen Gesetzgebers. Denn es ist nicht erklärbar, warum wir unsere eigenen Kategorien transzendieren, unsere Instinkte teilweise unterdrücken und ausschalten und der Vernunft unterordnen, um etwas Besseres zu erreichen. Es ist auch nicht rein evolutionär erklärbar, warum wir zum Beispiel es als moralisch richtig achten, was Maximilian Kolbe zum Beispiel gemacht hat. Maximilian Kolbe, der hat sich hingegeben für einen Mit-KZ-Häftling und ist für diesen gestorben. Er hat dabei sein eigenes, evolutionär angeborenes Überlebensinteresse nicht nur hinten angestellt, sondern gänzlich übergangen, um ein anderes Leben zu retten. Somit ist Maximilian Kolbe selbstverständlich nicht nur mit seiner katholischen Laufbahn, sondern auch mit dieser Heldentat als Märtyrer in der Kirche zu verehren und war selbstverständlich heilig zu sprechen. Was ich damit sagen will, wenn man nicht eingreift, ja, und das unterstelle ich jetzt mal, hätte man jemanden zum Beispiel im Holocaust retten können und dabei sein eigenes Leben riskieren müssen, hätte man das dann nicht getan, so würde einen dennoch das schlechte Gewissen plagen.
Aber das ist nicht erklärbar rein evolutionär, denn warum sollte die Evolution eine solche Bremse reinhauen, wenn es einzig und allein darum ginge, dass man einfach nur seinen Instinkten nachgeht, um damit irgendwie eine stabilisierende Gesellschaft zu bilden. Das bedeutet, du sagst, du weißt, dass etwas moralisch falsch ist, aber woher kommt dieses Wissen? Du könntest sagen, von der Erziehung, ja, deine Mutter hat dir ja keine guten Gründe genannt, dachte ich. Übrigens kann man, habe ich zwar vorhin schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, auch das, was die Eltern einem auftischen, das kann man ja auch hinterfragen. Ne? Und weil man das hinterfragen kann und weil man moralisch immer reflektiert, was ist das Beste für meine Mitmenschen zum Beispiel, ja, kann man davon ausgehen, dass wir moralische Wesen sind. Erkläre diesen Befund. Warum ist etwas moralisch falsch, wenn alles relativ ist, weil es keinen Gott gibt? Du sagst, dafür braucht es keinen Gott. Okay, dann liefer mal eine Erklärung ab. Ja, Mann. Du hast dich einfach selbst verkauft für den MP3-Player. Ja. Man kann auch guter Mensch sein, ohne an Gott zu glauben. Ja, das sowieso. Und ich ja, richtig. Man, völlig richtig. Man kann auch ein guter Mensch sein, ohne an Gott zu glauben. Aber man kann nicht erklären, warum es gut ist, ein guter Mensch zu sein, wenn alles relativ ist, weil es keinen Gott gibt. Das stärkt das Argument der objektiven Moral und des objektiven moralischen Gesetzgebers umso mehr. Das ist schon mal Nummer 1. Und Nummer 2, natürlich kann ein areligiöser Mensch moralisch handeln. Behauptet keiner was anderes. Aber die Motivation dazu, eigene Interessen hinten anzustellen, kann verstärkt werden durch Religion. Ja, weil ich behaupte einfach mal, das, und jetzt muss ich mal kurz an den Stecker, wenn ich weiß, dass zum Beispiel ein Mensch, ja, oder wie soll ich das sagen, ich formuliere es ein bisschen anders, wenn ich weiß, dass, oder wenn ich zum Beispiel einen Menschen mir zum Vorbild nehme, Friedrich Nietzsche, der halt sagt, ja, okay, das alles ist nur Sklavenmoral und das alles andere ist ja vollkommen relativ und so weiter und so fort, dann wird es immer schwieriger, weil dann kann ich mich dazu verleiten lassen, meine Vernunft auszuschalten, meine Instinkte hinten anzustellen. Das kann dann durchaus negative Aspekte haben. Religion verstärkt diesen Faktor noch mehr. So, ja, ich nehme einfach das Gute, so halt, sei einfach, ja, sei ein Jesus, versuch wie Jesus zu sein, versuch... Also, Jesus hat sich nicht verstanden als moralischer Lehrer, das ist eine Reduktion seiner historischen Dimension. Jesus hat nicht gesagt, seid wie ich ein moralischer Lehrer, sondern er hat gesagt, versucht mich so gut wie möglich nachzuahmen. Aber dass wir es nicht schaffen werden, ist klar, denn Jesus verstand sich selbst als Gott, tat Wunder und ist auferstanden vor der endzeitlich versprochenen Auferstehung aller Gerechten am jüngsten Gericht. Das heißt, dass du das einfach nicht so weit runterbrechen kannst. Du kannst kein lauwarmer Christ sein, indem du zwar sagst, ja okay, Gott, das tue ich alles weg, aber ich versuche, wie Jesus zu sein. Warum es gut ist, wie Jesus zu sein und warum Jesus ein guter Mensch ist, das sind Dinge, die selbst Atheisten anerkennen, das ist ja erfreulich, aber trotzdem können sie nach wie vor keine Erklärung für objektive Moral abliefern. Niemanden umzubringen und gut zu sein zu... Ja, warum ist es gut, gut zu sein? Warum ist gut, gut? Warum ist überhaupt etwas gut? Warum ist es schlecht, jemanden umzubringen? Warum ist es gut, jemandem zu helfen? Wenn alles relativ ist. Wenn es keinen Gott gibt, ist doch alles egal. Sondern, und du musst nicht an Gott dafür glauben. Ja. Ja doch, weil du ansonsten nicht erklären kannst, woher das moralische Gesetz kommt. Und dann könntest du ja glaubhaft argumentieren, dass du einfach tun und lassen kannst, was du willst. Weil es gibt ja keine objektive Moral. Es gibt ja keine objektiven moralischen Maßstäbe. Wenig stichhaltig. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich nicht mal mehr beten, wenn ich schlafen gehe. Also dieses Meme ist schon wieder sehr peinlich. Matthäus 28, 19 geht hin, predigt das Evangelium allen und tauft alle auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Kolosser 4, Paulus ruft aktiv dazu auf, an weitere Christen seine Briefe weiterzugeben, also das ist schon mal peinlich genug. Erstens das, zweitens, du konntest gerade nicht sagen, warum es gut ist, moralisch gut zu leben. Drittens, du konntest überhaupt keine anderen christlichen Dogmen irgendwie
logisch angreifen. Viertens, du kannst keinerlei rationale Weltanschauung bilden ohne Gott. Und fünftens, du hast überhaupt kein Argument gebracht, warum du jetzt nicht an Gott glaubst. What was the moment that made you into an atheist? I love Jesus. I love the idea of, you know, I love the idea of Jesus because he was a like a superhero. The God bit wasn't so special to me, but I love Jesus because he was kind and, you know, I read the stories in the New Testament about what. Yeah. I thought it was brilliant, brilliant bloke. That's the way to be. Be like Jesus, you know. And I remember I was doing the Bible studies and stuff, and my brother Bob came in, who was 11 years older than me, so he was about 19, and he just went, why do you believe in God? And my mum went, Bob. And I knew she was trying to shut him up. And I that was all that happened. And I thought about it. I thought, oh, no, of course there isn't. Of course there isn't. And I'd already sort of, I was always into science and Nate. Das ist wieder so typisch. Man sagt zwar, es ist gut, wie Jesus zu sein, und Jesus war ein gutes moralisches Vorbild, kann dann aber nicht zeigen, woher dieses Verständnis von Gut und Böse überhaupt kommt. Man kann auch sich mit Jesus nicht auseinandersetzen auf die Art und Weise zu sagen, dass Jesus einfach nur ein guter Mensch war. Jesus hat auch aktiv gesagt, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist Gott im Fleisch. Auch mit diesen Dingen sollte man sich auseinandersetzen. Und Jesu Dimension war nicht nur, dass er einen Ethos predigte, der heute den Menschen gefällt. Das ist die eine positive Ansicht. Die andere Sicht ist aber auch, dass Jesus eine ganz andere Dimension hat, und zwar die Dimension, dass er Gott ist und dass wir uns aktiv für ihn entscheiden sollen. Wir sollen uns Jesus nicht einfach nur zum Vorbild nehmen, wir sollen leben auf Basis Jesu Christi. Jesus Christus soll unser Fundament sein. Jesus Christus soll der Grund sein, warum wir morgens aufstehen. Und dann sollten wir uns auch mit den Fragen auseinandersetzen, warum glaube ich an Gott? Und dann gibt es gute Gründe dafür, warum Jesus Christus Gott ist, warum es Gott gibt, warum er sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und dann wird man auch schnell feststellen, dass die Angriffe auf das Christentum, auf die christlichen Dogmen, entweder auf einer Falschdarstellung des Christentums basieren, komplett erlogen sind oder aber Denkfehler enthalten. Und dass der Atheismus keine überzeugende Weltanschauung ist. Ja. Yeah, it doesn't make sense, does it? And you know, I understand why. You know, at the time it seems like a good lie. You know, to a working class mum, Jesus is an unpaid babysitter. You know, if I'm not watching you, someone is. You know, they do it for good reason. I think, and religion's greatest trick wasn't making people some believe there was a God. It was telling you shouldn't ever ridicule the idea that it was sacred. My rhymes are flat. Also. Religion bzw. das Christentum war kein Machtmissbrauch, weil wenn man sich mit der Geschichte des frühen Christentums und der frühen Kirche auseinandergesetzt hätte, die frühe Kirche, die wurde verfolgt. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, die Behauptungen des Christentums stehen und fallen mit historischen Tatsachen. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine historische Tatsache. Und jetzt sind wir am Ende des Videos angelangt. Der Titel lautet, warum glaubst du nicht an Gott? Und es gab einfach keinen einzigen Grund gegen die Existenz Gottes. Unfassbar. Ein Video will dafür argumentieren, warum Atheisten nicht an Gott glauben. Und es gibt keinen einzigen verwertbaren Grund, der die Gottesidee und der die Idee, den theologischen Charakter des Christentums angreift. Dieses Video ist ein kompletter Griff ins Klo. Zwei, in meinen Augen, Menschen, die nichts vom christlichen Glauben wissen, die sich nicht sachgemäß, sondern auf kindischste Art und Weise und auf unreflektierte Art und Weise mit dem Glauben, wenn man es überhaupt nennen kann, auseinandersetzen, bringen ständig irgendwelche Denkfehler, blenden am Ende irgendeinen Mann ein, der zu faul war oder der zu bequem war, den Glauben an Gott zu begründen, ja, also, das ist ja grottenschlecht. Das ist ja grottenschlecht. Entschuldige, was soll ich dazu noch sagen? Komplett misslungen. Wenn der Anspruch des Videos war, die Frage zu beantworten, warum man nicht an Gott glaubt, dann war das absolut nichts. Und einmal mehr bin ich gestärkt. Das war mir vorher schon klar. Ich habe mir das Video vorher nicht angesehen.
weil ich mir so einen Rotz normalerweise nicht reinziehe, aber mir war schon vorher klar, dass mein christlicher Glaube einmal mehr gestärkt wird und einmal mehr klar wird, dass der Atheismus keine Gründe hat, aber dass es so schlecht wird. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und das Gute daran ist ja, dass man nicht nur Spaß hat, wie Atheisten zerlegt werden, beziehungsweise wie die Argumente der Atheisten zerlegt werden, sondern dass man im eigenen Glauben gestärkt wird. Den Segen Gottes.